Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist euer Jörg von Fishing King. Und heute geht es, wie ihr unschwer an unserem Aufbau hier erkennen könnt, um Köder. Genauer gesagt um Kunstköder, ne, um alles, was so in der Natur, in Garagen, in Werkstätten gebaut wird, um Fische auf die Schippe zu nehmen, sie in die Irre zu führen und ihnen die Illusion zu geben, dass sie eine echte Beute zu sich nehmen. Aber in Wirklichkeit ist es halt der kleine Schwindel, den wir uns erlauben, um die Biester an den Haken zu bekommen. Und ihr wisst es selbst, ich sehe es ja immer wieder, wenn ich in ein großes Angelgeschäft reinkomme, die Fülle an unterschiedlichen Ködern, die erschlägt einen schier. Ja, wir stehen vor Wänden, 20 Meter lang, 3 Meter hoch, die vollhängen mit verschiedenen Kunstködern. Insbesondere Gummifische bekommt ihr inzwischen in tausendfacher Vielfalt, Blinker, Spinner, Wobbler und was es da sonst noch alles gibt. Und halt viele verschiedene Zwischenstadien an Ködern, die halt so als Innovation der Industrie und der sie beratenden Angler so auf den Markt kommen. Na, da ist also richtig Bewegung in der Szene und das finde ich auch gut so, weil dieser große Wettbewerb, der sorgt halt auch für Innovation und dafür, dass wir irgendwann auch mal wieder richtig coole Köder bekommen, die wir wirklich am Gewässer gebrauchen können. Aber, Entschuldigung, ich möchte auch keinen Hehl draus machen, dass es natürlich eine ganze Menge Köder gibt, die ihr nicht unbedingt braucht. Und deshalb halte ich es für angemessen, euch hier in unserem Fishing King Video so eine Übersicht zu geben, was sollte man in der Box haben, welche Grundgruppen an Kunstködern gibt es. Und da lasst uns doch gleich mal anfangen, hier links von mir mit Wobblern. Ja, also Wobbler sind Köder aus Kunststoffen, aus Holz oder aus Hartschaum, die Beutefische imitieren. Und hier haben wir einen einteiligen Wobbler, der also aus einem Stück geformt ist, wunderschön lackiert, ein handgebautes Exemplar von meinem Freund Peter Bietron. Weil Wobblerbau auch ein sehr schönes Hobby darstellt, wenn ihr künstlerisch so ein bisschen begabt seid. Und ja, das ist also der Klassiker, einteilig geformt, in diesem Fall schlank, imitiert also einen schlankeren Beutefisch, zum Beispiel eine Laube, eine Uckelei. Und das ist auch einer, der an der Oberfläche schwimmt, beziehungsweise ganz leicht durch den Oberflächenfilm sinkt und dann im Freiwasser so zu schweben beginnt. Diese Wobbler bezeichnet man als Suspender. Im Prinzip für euch, für die Übersicht, es gibt Schwimmwobbler. Das sind welche, die an der Oberfläche schwimmen. Dann gibt es langsam sinkende Wobbler, die langsam runtergehen, bis zu einem gewissen Punkt im Gewässer, wo sie dann vielleicht stehen bleiben. To suspend, auf Englisch, ne, also Suspender, ne, also der Begriff, der sich da eingebürgert hat. Und es gibt schnell sinkende Wobbler. Und es gibt neben diesen einteiligen Wobblern auch noch, ihr ahnt es schon, zweiteilige. Ja, die sind also zweigliedrig und machen im Gewässer ein bisschen mehr Aktion, weil sie eben dieses zweite Glied so wobbelnd hinter sich herziehen. Ja, also das sind also welche, die häufig ein bisschen mehr Aktion machen. Und ihr seht, dass auch die Stellung der Tauchschaufel bei den verschiedenen Wobblern unterschiedlich ist. Der Winkel. Seht, dass auch die Größe der Tauchschaufel durchaus unterschiedlich sein kann. Die ist also deutlich größer als bei dem hier. Und auch die Aufhängung, wo die Schnur festgemacht wird. Die ist hier nämlich auf der Tauchschaufel drauf. Und hier ist sie am Wobbler vorne direkt am Kopf. Und diese Aufhängung sorgt unterm Strich dafür, wie tief der Wobbler läuft. Ja, und das hier, die mit der großen Tauchschaufel, das sind häufig welche, die tief laufen, weil die Schaufel halt viel Wasserdruck bekommt, wenn wir den Köder ziehen und er dann weit nach unten geht. Und die mit kleineren Tauchschaufeln, das sind welche, die dann häufig im Oberflächenbereich laufen, nicht so tief absinken durch den Druck, der auf die Tauchschaufel ausgeübt wird. Ja, und dann, wie gesagt, die Sinkeigenschaft des Materials, schwimmend, langsam sinkend, schnell sinkend und je nach Gewässertiefe, je nach Gewässertyp, den wir befischen, macht es Sinn, da eben zu variieren. Diese Flachläufer, die sind sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel nachts auf Zander fischt. Das ist eine sehr populäre Methode. Wenn man so die Steinkanten an den Buhnen, an den Steinböschungen abangelt, ist es halt gut, wenn man einen Köder hat, der nicht ständig in den Steinen drin hängt. Und wenn uns der Fisch dann noch den Gefallen tut, dass er von unten nach oben jagt,
also nicht unbedingt Beute braucht, die sich grundnah bewegt, wie die Zander im Fluss bei Nacht, dann ist so ein Schwimmwobbler eben genau das Richtige. Wenn ich aber eine tiefe Gumpe in meinem Gewässer habe, ein tiefes Loch, wo ich nach unten muss, um meinetwegen eine schöne Forelle oder einen schönen Hecht zu fangen, da ist es natürlich nur zielführend, mit Wobblern zu angeln, die da auch hinkommen. Durch ihre Tauchtiefe bedingt diese Gewässertiefe auch erreichen. Was ich jetzt nicht dabei habe, sind dreigliedrige Wobbler, die gibt es auch noch, also welche, die zusätzlich zu den beiden noch ein drittes Glied haben. Die sind dann häufig, das möchte ich euch jetzt so als Tipp geben zum fischgerechten Umgang, sind häufig noch mit einem dritten Haken ausgestattet, der da mittendrin hängt. Den würde ich euch empfehlen zu entfernen. Ja, weil es ansonsten doch öfter mal vorkommt, dass ein Fisch bei der Attacke von außen gehakt wird oder einer der Drillinge dann im Auge hängen bleibt, brauche man nicht. Ne? Also einen dritten Drilling bei den Wobblern besser entfernen. Jo, und dann gibt es auch noch Wobbler, die sehen so aus, als wären sie kaputt gegangen, als wäre die Tauchschaufel abgebrochen. Solche hier, die sind auch super und werden vor allem sehr, sehr gerne zum Hechtangeln genommen. Das sind nämlich welche, die man als Jerkbait bezeichnet, ja, die man im Wasser so ein bisschen peitschen kann und die dann sehr unberechenbar zur Seite ausbrechen. Also man weiß nie so genau, wenn man den Köder twitcht, mit der Rudenspitze so ein bisschen anschlägt, in welche Richtung der ausbricht. Und wenn ihr euch mal einen benommenen Fisch, der vielleicht von der Schiffsschraube angeschlagen wurde oder von einem Raubvogel angejagt wurde, ne, und da orientierungslos rumschwimmt oder im Wellenwasser eines Flusses orientierungslos ist. Das sind auch welche, die häufig solche Schlenker machen und man weiß gar nicht, wie die zustande kommen. Das ist also eine sehr natürliche Bewegung von angeschlagenen Beutefischen und die werden sehr gut mit diesen Wobblern ohne Tauchschaufel, Jerkbaits, Twitchbaits imitiert. Also, wenn euer Wobbler mal kaputt gegangen ist, weil die Tauchschaufel abgebrochen ist, nicht wegwerfen. Das kann auch ein richtig guter Kunstköder sein, um Hechte oder auch Barsche zu fangen. Ja, gerade auch auf Barsch sind die kleineren Exemplare dieser Jerks, dieser Twitchbaits ganz hervorragend geeignet. So, und dann haben wir hier noch so ein Zwischenstadium, ne, zwischen Wobbler und Gummifisch, Gummischwänzchen dran. Das sind auch ganz, ganz tolle Köder. Das ist einer, den ich zum Zanderfischen an der Elbe schon erfolgreich eingesetzt habe. Läuft auch relativ flach, hat keine Tauchschaufel, hat so ein bisschen die Fischform, naja, und geht dann eher in Richtung des zuletzt gezeigten Jerkbaits. Also, da werdet ihr im Angelladen noch eine Menge Zwischenformen finden, Köder, die jetzt hier nicht unbedingt von mir vorgestellt werden. Da ist viel Spielraum dazwischen. Wenn ihr experimentierungsfreudig seid, dann probiert es mal aus. Aber das sind so die Grundformen, die man dabei haben sollte. Also insbesondere die drei, die hier liegen. Einteiliger Wobbler, zweiteiliger Wobbler, einteiliger Wobbler, der tief läuft, Schwimmwobbler, langsam sinkende Wobbler, jeweils an den Gewässertypen angepasst und dann vielleicht noch so einen Jerkbait mit dabei. Da seid ihr schon mal richtig gut ausgestattet, wenn ihr gerne mit dem Wobbler fischen wollt. Und das Coole am Wobbler ist, gerade wenn er schwimmt, dass man ihn halt schön über die Hindernisse hinwegführen kann und wunderbar durch verschiedene Sinkeigenschaften des Köders auch unterschiedliche Wassertiefen befischen kann. Also schon eine coole Sache. Und die gab es schon zu meiner Kindheit. Damals war der Shakespeare Big S, Midi S, das waren die angesagten Wobbler. Und da habe ich als kleiner Bub auch schon schöne Hechte mitgefangen und hänge mir bis heute sehr gerne Wobbler an die Angel. Unter anderem auch diese Küstenwobbler. Ja, das sind eigentlich, wenn man es mal objektiver betrachtet, ja so einteilige, schwergewichtige, ja, löffelähnliche Köder, ne, die aber so ein bisschen in die Breite gehen, mehr Volumen kriegen und die sich super werfen lassen. Und die nehme ich außerordentlich gerne zum Angeln auf Meerforellen, weil die halt super weit fliegen. Und auch diese Küstenwobbler, die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Das ist auch ein Köder, den ihr im Süßwasser gut mal fischen könnt, weil der fliegt weit. Und wenn ihr zum Beispiel Rapfen habt, die aggressiv an der Oberfläche jagen, habt ihr damit auch schon einen super Köder, mit dem ihr diese Rapfen im Süßwasser fangen könnt. Also wir nennen sie mal Weitwurfwobbler. Küstenwobbler ist da ein bisschen irritierend.
Die gibt es auch in den coolsten Farben, wie ihr hier schon seht, und natürlich in allen möglichen Gewichten und Formen. So, was habe ich hier? Da gehen wir schon langsam zu einem anderen Ködertypen über, nämlich zum Spinner. Das hier ist ein Wobbler, ne? So vom Bauch her, vom Körper her ein Wobbler, der mit einem rotierenden Spinnerplättchen kombiniert ist. Die gibt es auch als Spinnchicks, ne? Also auch Köder, die jetzt zum Beispiel mit einem Bleigewicht ausgestattet sind und im hinteren Bereich dann so ein Spinnerblatt haben, also Kombiköder aus Gewicht und rotierenden Plättchen. Die sind auch sehr, sehr gut, weil man die wunderschön einfach führen kann, einfach nur durchs Wasser leiern, mehr oder weniger monoton, und so ziemlich jeden Raubfisch damit an die Angel kriegen kann, den es gibt. Obendrein fliegen die auch sehr, sehr, sehr gut. Und hier, wenn ich hier auf unser dekoratives Biberholz schaue, das ist also ein vom Biber zurechtgenagtes Stück Holz, das ich an der Elbe gefunden habe, sehr schön, um die Köder hier zu präsentieren, habe ich dann einen absoluten Klassiker, der in keiner Köderkiste fehlen sollte, wenn man gerne Barsche angelt, in etwas Größe auch super ist für Hecht. Auch Zander haben da schon die Nerven verloren bei diesen Ködern, ein sogenannter Spinner. Größe 3, das ist so eine Standardgröße, das geht runter bis Größe 0, die sind dann winzig klein. Es gibt aber auch dann schon solche Raketen, die dann halt eher für die Hechtfischerei geeignet sind. Und das ist ein super schöner Universalköder, den man ganz toll eben auch führen kann, weil die Köderführung relativ einfach ist. Ihr bekommt nämlich die Rückmeldung von so einem Spinner, dass er richtig läuft, wenn die Rutenspitze sich ein bisschen krümmt und auf eurer Schnur entsprechender Druck entsteht. Man spürt den Widerstand des rotierenden Spinnerblatts, und das lässt sich halt auch gerade, wenn man noch nicht so erfahren ist beim Spinnenfischen, prima fischen, und da fängt man ja so das ganze Spektrum der in unseren Gewässern vorhandenen Raubfische mit. Ganz coole Geschichte ist, habe ich also schon des Öfteren beobachtet, gerade bei Hechten, dass das Spinnerblatt, das rotierende Spinnerblatt aussetzt, wenn sich der Fisch von hinten, von der Seite nähert. Ja, der schiebt ja dann oft so eine Welle, so eine Bugwelle vor sich her im Gewässer, und das blockiert dann tatsächlich das Spinnerblatt. Und als erfahrener Spinnfischer merkt ihr dann kurz vorm Biss, dass das Spinnerblatt tatsächlich aussetzt und der Druck auf der Schnur nachlässt. Diese Köder sind standardmäßig meistens mit Drillingen ausgestattet, wie fast alles, was wir hier so an Kunstködern präsentieren. Natürlich kann man, wenn man weitgerecht unterwegs ist oder an Gewässern fischt, wo nur Einzelhaken erlaubt sind, diesen Drilling auch mit einer Zange abknipsen, einen kleinen Sprengring unten dran machen und dann durch einen Einzelhaken ersetzen. Ja, das ist auf jeden Fall dann die Geschichte, die noch fischgerechter ist, und viele Angler stellen ja nach und nach ihr gesamtes Ködersortiment um, verwenden Einzelhaken, knipsen dann vielleicht auch noch den Widerhaken ran. Und das ist auf jeden Fall was, was man im Forellengewässer, wenn man überhaupt mit Spinnködern fischen darf, machen muss, machen sollte und was auch oft vorgeschrieben ist. Zum Barsch- und Hechtangeln im schwedischen See eher nicht. Ja, aber auch da lohnt es sich ja vielleicht im Sinne des Fisches, die fischgerechtere Montage zu machen und auf den Einzelhaken zurückzugreifen. Also, wir haben Wobbler, Spinnwobbler, Weitwurfwobbler, Spinner. Dann würde ich sagen, fehlt jetzt ganz, ganz wichtig der Blinker. Eigentlich sind das sogar die Köder, die zuallererst eingesetzt wurden, um Raubfische zu fangen, weil die hat man sich aus Schuhlöffeln, aus Suppenlöffeln früher auch gerne selbst gebaut. Und auch mein Opa hat gerne Schuhlöffel verwendet, kleinere, mit denen er dann auf Hechte geangelt hat. Ja, und es hat super geklappt, wenn ich mir die Fotos von dem alten Herrn so angeschaut habe. Und heute sehen die Sachen halt ein bisschen schicker aus, ne? Also häufig aus sehr schön glänzend beschichteten Oberflächen. Natürlich super tolle Farben. Das ist jetzt ein etwas bauchigerer Blinker, der also mehr so in die Richtung Löffel geht. Mit einem Drilling, einem starken Drilling ausgestattet. Also ein Köder, den man gut für Hechte jetzt einsetzen kann. Und im vorderen Bereich ist oft noch ein Wirbeltörnchen dran. Genügt aber auch, wenn da einfach nur so ein Sprengring dran ist. Da hängt ihr einfach euren Wirbel ein und gut ist es. Also ein großer Blinker. Dann haben wir hier
Ja, wie das oft so ist, wenn man Haken dranhängt. Deshalb habe ich gerne, wenn ich zum Wasser gehe, die Haken und die Blinker getrennt, damit sich das eben nicht vertüdelt. Haben wir hier noch einen schlankeren Blinker, alternativ zu dem bauchigeren Löffelblinker. Ja, Abu Tobi, auch ein Klassiker. Ich weiß nicht, wie lange der schon auf dem Markt ist, aber 50 Jahre mindestens, weil den gab es schon, als ich klein war. Und der ist wesentlich schlanker, imitiert auch in Form und Bewegung einen kleinen Beutefisch und ist genauso ausgestattet wie der Blinker, den ich euch eben gezeigt habe. Sprengring vorne, Wirbeltönchen zum Einhängen und hinten ein Drilling. Zusätzlicher Sprengring, das ist ganz gut, gerade wenn man noch Forellen fischt. Die drehen sich sehr gerne im Drill. Und dieser zusätzliche Sprengring, das seht ihr schon, wenn ich das jetzt hier mal so simuliere, lässt dem Fisch mehr Spielraum, wenn er sich dreht oder wenn er springt, wenn er wilde Manöver fährt. Und deshalb schlitzen die dann nicht so leicht aus. Also bauchiger Blinker, schlanker Blinker. Und dann haben wir, sehr beliebt, gerade auch bei Anglern am Forellensee oder bei Barschanglern, diese kleineren Blinker, die gerne auch als Spoons bezeichnet werden. Spoon, Löffel auf Englisch. Und wir neigen ja dazu, auch in unserer Angelszene gerne englische Begriffe zu verwenden und einzuführen. Und ja, die sind dann auch eine ganz prima Geschichte. Also hier würde ich vielleicht grundsätzlich, auch weil es an vielen Forellenseen vorgeschrieben ist, den Drilling durch einen Einzelhaken ersetzen. Blinker. Vielleicht der älteste Spinnköder auf der Welt. Überall erfolgreich, weltweit vertreten. Und eine prima Geschichte, um auch Raubfische aller Couleur zu fangen. Und die führen sich auch ganz einfach. Also ein Blinker sollte man jetzt vielleicht nicht einfach nur monoton durchs Wasser führen, sondern ihn immer auch mal wieder nach unten taumeln lassen. Dadurch beginnt er nämlich so ein bisschen um die eigene Achse zu drehen. Das ist recht verführerisch. Und ihn dann wieder anzuziehen, eine längere Strecke dann gleichmäßig einzukurbeln, mal ein bisschen länger kurbeln, mal ein bisschen langsamer kurbeln, also mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, wollte ich sagen. Und da eben die Köderführung variieren. Prima Sache, habe ich heute noch wahnsinnig gerne und fange ja, meine meisten Meerforellen zum Beispiel mit diesen Ködern. Gut, dann lasst uns doch gleich mal am Meer bleiben und uns über diese Köder hier reden. Das sind nämlich sogenannte Pilger. Und Pilger sind skandinavische Köder, die man bevorzugt einsetzt, um in großer Tiefe über die Bootswand, meistens mit Multirolle und einer schweren Rute, auf Dorsche oder auf Meeresfische zu angeln, die am Grund stehen. Oft hat man dann über dem Köder noch so ein Paternoster-System, wo 1-2 Beifänger dranhängen. Und das ist so die Geschichte, mit der auch ganz klassisch in der Ostsee immer auf Dorsche geangelt wurde. Im Moment, wir haben jetzt das Jahr 2022, wisst ihr selbst, den Dorschbeständen geht es schlecht, aber es gab schon andere Zeiten, wo man sehr viele Dorsche gefangen hat. Und da hat man mit so einem Pilger und Beifängern oft genug auch 2 oder 3 Fische gleichzeitig an der Angel gehabt. Da träumen wir im Moment von. Ich bin aber Optimist, dass diese Zeiten wiederkommen. Und solange könnt ihr ja eure Dorsche eben in Norwegen fangen oder im Islandurlaub. Und irgendwann werden sie auch bei uns an der Ostsee wieder zurückkommen, weil sie da auch streng geschont sind. Ja, und dieser Pilger ist der klassische Dorschköder, der natürlich auch von keinem Seelachs, Pollack, Schellfisch verschont wird, wenn er auf dem Weg nach unten über die Bordkante taumelt. Und das hier ist so eine klassische Form, so ein bisschen gebogen, dreieckig im Querschnitt. Ein sehr beliebter Köder, der in Skandinavien gefischt wird, auch in dieser Form. Und dann haben wir alternativ dazu auch noch welche, die ein bisschen schlanker sind, ein bisschen mehr in Form, sagen wir ruhig, eines Blinkers daherkommen. Ja, und in aller Regel sind diese Köder ja, leider aus Blei gefertigt. Es gibt aber auch viele, die das giftige Schwermetall Blei inzwischen ersetzen durch Alternativen. Ja, oder eben welche, die wie der hier komplett aus Edelstahl gefertigt werden. Ja, und man kann sich so ein Ding natürlich auch leicht selbst bauen, indem man zum Beispiel ein Eisenrohr nimmt und oben und unten Blatt klopft, mit der Bohrmaschine oben und unten ein Loch reinbohrt, Sprengringe reinhängt und ein Drilling ranmacht. Also die Fische, die man mit Pilgern fängt, sind nicht so anspruchsvoll, dass sie nicht auch mit so einem Eigenbauköder überlistet werden könnten. Aber machen wir uns.
Es wäre ja schade, wenn man diese ganzen wunderschönen Formen und schillernden Farben im Angelladen hängen lässt. Die wollen wir natürlich auch ausprobieren. Ja, und da habt ihr auch beim Pilken wirklich ein Füllhorn an verschiedensten Ködern, Formen, Farben, die ihr gerne ausprobieren könnt. Ne? Ich sage ja immer, wenn ihr euch so ein Grundsortiment zulegen wollt, sorgt dafür, dass ihr Naturfarben in der Box habt. Vielleicht sowas Schwarz-Weißes, Blau-Weiß, Grün-Weiß, wie die Fische in echt aussehen. Und dann vielleicht noch so standardmäßig 1-2 Schockfarben. Ne? Dieses Orange-Grün, Orange-Gelb, das sind Sachen, die sehr gut funktionieren. Und dann seid ihr eigentlich vom Farbenspektrum schon ganz gut dabei. Auch Silberblank ist immer gut, weil das natürlich so die Farbe ist, die echte Beutefische imitiert. Und das gilt jetzt nicht nur für diese Pilger, sondern für alle Köder, die ich euch hier bisher gezeigt habe. Die am häufigsten verwendeten Kunstköder, die heute so an den Angelruten hängen, sind mit Sicherheit Gummifische. Ja, also sämtliche Köder, die aus Kunststoffen gefertigt werden, wünschenswerterweise aus welchen, die auch ohne giftige Weichmacher auskommen. Der Markt verändert sich gerade und glücklicherweise ist das Umweltbewusstsein der Angler inzwischen auch so groß, dass diese Köder immer mehr in Fokus geraten. Und diese Gummifische, Gummiköder gibt es auch in verschiedenen Formen. Die möchte ich euch jetzt hier einmal zeigen. Selbstverständlich könnten da auch welche liegen, die von der Größe eines Maikäfers bis zu der Größe eines Dackels reichen, weil da gibt es natürlich auch je nach Beutefischgröße, je nach Gewässertyp und Zielfisch verschiedenste Größen. Es geht jetzt aber erstmal um die Formen. Und da haben wir zunächst mal hier einen Köder, sehr beliebt, der gar keine Aktion macht, als No-Action-Shad oder V-Tail bezeichnet. Diese Gummifische werden sehr gerne genommen, wenn das Wasser zum Beispiel kalt ist, zum Zanderfischen. Oder wenn die Raubfische satt sind, ja, wenn sehr viele Beutefische da sind, zum Beispiel jetzt im Hochsommer, August, Anfang September, wenn die ganze Fischbrut aufgegangen ist, dann sind das sehr erfolgreiche Muster. Also immer dann, wenn die Raubfische so ein bisschen lethargisch werden, verhalten sind, ist es halt manchmal besser, speziell beim Zanderfischen und auch beim Hechtangeln, nicht unbedingt auf sehr aggressive Köder zu setzen, sondern eher auf welche, die weniger Aktion haben. Und da sind diese wie ein Strich laufenden V-Tails eine hervorragende Sache. Viel häufiger verwendet werden aber welche, ja, die auch gerne schlank sind, so ein bisschen länglich sind und dann im hinteren Bereich noch ein Schaufelschwänzchen haben. Ja, das sind also Gummiköder, die im hinteren Bereich so ein bisschen rotieren. Das lässt sich jetzt hier am Tisch relativ schwer imitieren. Aber stellt euch vor, dass das Schwänzchen da hinten ständig wirbelt, Druckwellen macht. Und der vordere Bereich des Köders dann so ein ganz klein bisschen hin und her flankt, wenn ihr diesen Köder fischt. Und wir haben ja eigentlich das, was am ehesten den Namen Gummifisch verdient hat, nämlich einen sogenannten Shad. Die Shads sind von der Form her etwas bauriger und imitieren dann tatsächlich so die Fischchenform. Haben häufig auch ein Schaufelschwänzchen hinten, manchmal aber auch nur einfach spitz auslaufend oder so ein V-Schwanz, ein V-Tail. Aber das hier mit dem Schaufelschwänzchen ist die klassische Form eines Gummifisches. Und das sind Köder, die recht aggressiv laufen, die Barsche gut ansprechen in kleineren Größen, die auch Hechte sehr gut ansprechen und die gerade kurz nach der Schonzeit, nach der Laichzeit auch die Zander ganz hervorragend fangen. Welsangler nehmen sie auch ganz gerne, wobei der Wels ja eher der Raubfisch ist, der auf natürliche Köder geht. Ne? Wurmbündel, Köderfisch. Aber auch da werden schöne Erfolge mit Gummifischen, mit Shads erzielt. Dann haben wir hier einen Wurm, ne? Also weniger Fischchenform, sondern Wurmform mit einem Schaufelschwänzchen. Auch das sind sehr beliebte Gummiköder, die es am Markt auch in allen möglichen Größen, Längen, Farben und Gewichten gibt. Und die erfüllen eigentlich einen sehr ähnlichen Zweck wie die hier. Ne? Also ob das jetzt mehr Fischchenform im vorderen Bereich ist oder eher Wurmform, ist relativ Wumpe. Ja, da könnt ihr euch auch gerne das raussuchen, was ihr am liebsten mögt, denn Fischen wird es egal sein.
Und dann haben wir hier noch eine sehr klassische Twisterform, also auch ein wurmähnlicher Körper, der im hinteren Bereich ein Schwänzchen hat, das tatsächlich dann auch im Wasser sehr, sehr aggressiv arbeitet und ordentlich Druck macht. Super für Barsche, super aber auch für alle anderen Raubfische, wenn sie eher auf den aggressiven Reiz stehen. Ja, also Gummifische, ganz, ganz tolle Geschichte. Prima hat den Markt wahnsinnig bereichert, als die Mitte der 80er Jahre bei uns aufgetaucht sind. Als 15-jähriger Jungangler hatte ich noch nicht das Vergnügen, mit Twistern zu angeln. Da habe ich meine Zander noch mit Köderfischen geangelt und war dann ganz begeistert, als über den holländischen Markt diese ersten Gummifische bei uns auch aufgetaucht sind. Und habe die am Rhein dann sehr leidenschaftlich gefischt. Es hat lange gedauert, bis wir uns alle in die Materie reingefummelt hatten. Aber ihr wisst selbst, Zander und Gummifisch, das gehört als ganz, ganz feste Größe zusammen. Aber auch zum Hechtangeln, glaube ich, sind inzwischen große Gummifische, große Schätz mit die beliebtesten Köder, die eingesetzt werden. An euch die Bitte, bei diesen Ködern wirklich darauf achten, dass ihr möglichst umweltfreundliche Materialien verwendet. Stand heute, Februar 2022, gibt es noch keinen, der sich wirklich im Wasser auflöst und lange Zeit im Gewässer fischbar ist. Also das wäre die beste Lösung. Ein Köder, der im Gewässer quasi verstoffwechselt wird, von den Bakterien sich auflöst. Aber es gibt eine ganze Menge Köder, die mit ungiftigen Weichmachern klarkommen und hergestellt werden. Und wenn die dann auch noch in Deutschland produziert werden, super Ökobilanz vorhanden ist, kann man die schon guten Gewissens auch als Angler und Anglerin mit Herz einsetzen. Ja, wichtig auch, alle Gummiköder sind mit diesen Bleigewichten versehen, ansonsten könnte man sie nicht werfen und auch nicht in diesem typischen Sägezahnmuster führen, das diese Köder so erfolgreich macht, also sie anziehen und wieder absinken lassen. Es geht am besten mit dem Bleikopf, der im vorderen Bereich befestigt ist. Und ihr seht schon, ich sage auch reflexartig Bleikopf, weil die waren halt auch jahrzehntelang nur aus Blei gefertigt. Inzwischen gibt es dazu aber auch Alternativen, wie dieses Material. Das ist eine Zinklegierung. Dann gibt es auch Tungsten, ne, Edelstahlköpfe, die etwas teurer sind, aber eben auch umweltfreundlich sind, weil sie nicht aus Blei hergestellt werden. Und als Einzelhaken, der an diesem Kopf befestigt ist, einen Haken, der auch im Gewässer rostet, wenn er abgerissen ist. Na, damit ein Haken aus Vanadiumstahl, Edelstahl, jahrelang im Gewässer überdauert und da als Fremdkörper zurückbleibt. Na, also bitte Haken aus Stahl verwenden, das auch rostet und das hat obendrein den Vorteil, dass das auch viel schärfer ist als die anderen Materialien. Das sind also unsere Gummiköder. Und dann gibt es noch was Wichtiges, sehr Zartes, Zierliches, das auch einen ganzen Angelzweig prägt, nämlich Fliegen. Ja, und die Fliegenfischer verwenden diese zarten Geschöpfe, um sie mit ihren tollen Ruten und der wunderschönen Wurftechnik dann auf Distanz zu bringen, weil die Fliege selbst wiegt nichts. Die muss dann quasi über das Wurfgewicht der Schnur ausgeworfen werden. Und das ist dann Fliegenfischen, was wir alle in den wunderschönen Bildern, die auch in verschiedenen Spielfilmen immer wieder auftauchen, so sehr lieben. Und was für einige Menschen unter uns Anglern und Anglerinnen zu einer wahren Lebenseinstellung geworden ist. Also ich kenne derart leidenschaftliche Fliegenfischer, die ihre Passion lieben und über alles andere stellen, was sie im Leben so unternehmen können. Also Fliegenfischen ist große Leidenschaft. Und die gipfelt nicht selten darin, dass diese Köder, diese Fliegen, auch zu Hause selbst geknüpft werden. Also viele Fliegenfischer, Fliegenfischerinnen haben auch Bindewerkstätten zu Hause. Die bestehen aus einem Bindestock, wo man den Haken einklemmt. Dann verschiedenste Fäden, Materialien, wo sie halt diese herrlichen Körper draus binden. Im weitesten Sinne imitiert auch eine Fliege die natürliche Beute, wie zum Beispiel hier eine kleine Garnele. Die hat sogar ganz süße Augen bekommen. Und die Fliegen, die ich jetzt hier habe, um sie euch vorzuführen, das sind eigentlich eher größere Exemplare, Striemer, die jetzt Garnelen oder Beutefische imitieren.
Es gibt aber auch ganz, ganz zarte kleine Fliegen. Na, zum Beispiel auch Nymphen. Das sind Insekten, die am Gewässergrund das Stadium abgeschlossen haben, das Entwicklungsstadium, und dann aufsteigen und dann als Insekt, Eintagsfliegen sind sehr bekannt, aus dem Gewässer aufsteigen und wegfliegen. Und dann halt auch ganz, ganz winzig kleine Nymphen, ne? Also solche winzigen Fliegen, die im Gewässer absinken und die dann halt ganz filigran geführt werden können. Also ich bin da eher die Abteilung grob und habe von meiner Meerforellenfischerei an der Küste eher die größeren Sachen. Die hier ist ein bisschen kleiner. Ne? Aber im Prinzip gilt auch beim Fliegenfischen, dass man mit diesen Ködern immer die Natur imitiert, sei es jetzt eine Fliegenlarve, eine Puppe oder ein fertiges Insekt oder eben ein kleines Beutefischchen oder eine Garnele. Ja, und das ist in der Tat eine sehr schöne Fischerei, der ich mich persönlich jetzt noch nicht gewidmet habe, in größerem Ausmaß, weil ich auch an Gewässern aufgewachsen bin, großen Flüssen, die da weniger die Voraussetzungen geliefert haben. Ich habe große Lust drauf und ich werde das mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren mal einem richtig guten Kurs lernen und dann auch praktizieren. Ich freue mich darauf. So, ihr Lieben, jetzt haben wir diese Grundgruppen an Ködern, die wichtigsten Köder, uns einmal angeschaut. Und es gibt natürlich immer auch wieder Besonderheiten. Also zum Beispiel solche Sachen wie dieser abenteuerliche Riesenköder hier, sogenannter Spinnerbait, der also im vorderen Bereich einen Propeller hat. Die gibt es dann auch ganz abenteuerlich mit Seitenärmen, nochmal aus Draht, wo das Spinnerblatt nebendran rotiert. Ja, und das sind, wie ihr schon erkennt, exzellente Köder, um Hechte zu fangen. Ne? Gerade in verkrauteten, flachen Gewässern lassen sich diese Köder super im Oberflächenbereich führen, verhaken sich dann nicht so schnell in den Wasserpflanzen und sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe und des Gerödels, das sie im Gewässer produzieren, eben auch für große Raubfische, für große Hechte ideal. Die Amerikaner verwenden da auch kleinere Exemplare für die Schwarzbarschfischerei, die sind da sehr populär. Also solche Sachen zum Beispiel. Dann gibt es noch, habe ich jetzt nicht zum Vorzeigen, Zykaden. Ja, das sind also solche Bleche mit Bleigewichten drin, mit verschiedenen Einhängepositionen, die man sehr gut werfen kann und die unterm Wasser eben auch ganz schön propellern, ganz schön Druck machen. Und Spinnchicks, Spinnfliegen, Rapfenbleie und lauter solche Besonderheiten, Leute, das würde aber den Rahmen sprengen, wenn wir darauf eingehen und das hier an der Stelle alles noch zeigen. Was ich euch aber unbedingt noch zeigen will, das sind ja jetzt alles Köder, die man so vorne an der Öse einhängt, ne? Also eigentlich ohne Ausnahme. Seht ihr? Also ob das jetzt so ein Kopf ist aus Zink, so ein Zammerkopf oder ein Wobbler, die haben alle vorne die Öse, ne? Wo man die Schnur dann einhängt. Es gibt aber auch welche und die werden immer populärer, weil man damit weniger Fische verliert und weil sie dem Trend, auch mit Einzelhaken zu fischen bei Spinnködern, eher entsprechen. Es gibt auch viele Köder, die auf der Schnur geführt werden, also sogenannte Inliner. Und einer davon ist zum Beispiel einer, der auch eine lange Tradition schon hat, der Tassie, Tasmanian Devil. Das ist ein Köder, der sinngemäßerweise in Tasmanien produziert wird und gerne zum Forellenfischen auch hergenommen wird, für Rapfen aber auch sehr gut ist. Und den kann man hervorragend auf die Schnur fädeln, im hinteren Bereich einen Einzelhaken auf der Schnur befestigen. Und ihr seht, der läuft auf der Schnur, lässt sich super werfen und ist sehr aktiv im Gewässer. Ist also ein sehr aktiver Köder, mit dem man eher Fische anspricht, die auch wirklich beißfreudig, raubfreudig, jagdfreudig sind. Und gleiches Prinzip, auch Blinker, ne, die eine Schnurinnenführung haben, die werden auch immer populärer beim Meerforellenfischen, aber auch im Süßwasser, die man dann mit dem Schwerpunkt nach hinten, also hier der Popo, das Rote, nach hinten auf die Schnur fädelt und über eine Stopperperle kurz vorm Knoten am Einzelhaken stoppt. Die werfen sich sehr gut und haben den großen Vorteil, dass das Trägegewicht des Blinkers eben nicht direkt am Haken befestigt ist, sondern auf der Schnur. Und der Zug, den wir auf den Fisch ausüben im Drill, somit direkt hinten am Haken,
und somit am Fischmaul landet. Ja, ihr Lieben, also, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, gerade wenn ihr als Einsteigerin, als Einsteiger in Angelladen kommt, dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen strukturierter diese ganze Köderwand euch anschauen könnt, wisst, was da unterwegs ist. Ansonsten habt ihr in eurem Fachhändler in der Regel auch einen, der euch gerne und gut berät. Und wir sind im Köderdschungel gemeinsam jetzt ein Stückchen weitergekommen. Was ich euch an dieser Stelle unbedingt noch empfehlen möchte, sind unsere Knotenvideos. Da haben wir verschiedene hier auch auf dem Fishing King Kanal. Und dann seht ihr, wie ihr diese ganzen Köder richtig an eure Angel rantüttelt, mit welchen Knoten ihr die haltbar befestigen könnt und noch viele Knoten mehr darüber hinaus. Na, schaut also gerne mal hier hin. Ja, da ist der Link. Da findet ihr diese Videos. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verbleibe mit fischigem Gruß, euer Jörg von Fishing King.